Hallo und ich begrüße euch ganz herzlich hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Überraschungsvideo. Das heißt, meine Tochter hat sich etwas Interessantes überlegt, was man in irgendeiner Form mit dem Jakobsweg in Verbindung bringen kann. In diesem Fall ist das diese Tasse mit unterschiedlichen Sprüchen von Schriftstellern, von Dichtern etc. Schauspieler sind auch mit dabei. Und ich werde versuchen, eine Verknüpfung zum Jakobsweg zu finden. Ja gut, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Jetzt kommt Goethe. Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Ja, das spürt man auch ganz deutlich auf dem Jakobsweg. Spätestens nach den ersten Blasen. Also man erfährt den Jakobsweg tatsächlich hautnah. Du bist zu Fuß diese fast 800 Kilometer unterwegs. Und darum auch dieser große Stolz, wenn man dann in Santiago angekommen ist. Die Sklaven von heute werden nicht mit Peitschen, sondern mit Terminkalendern angetrieben. Auf dem Jakobsweg fehlt dieser Terminkalender. Und das ist eine Möglichkeit für uns zu entschleunigen. Der einzige Termin, den wir haben, ist im Prinzip rechtzeitig noch eine Herberge zu finden, aber dafür hat man im Prinzip den ganzen Tag Zeit. Und wenn man keine Nachrichten zulässt und nicht ständig irgendwelche WhatsApp etc. beantwortet, hat man wirklich die Möglichkeit, völlig zu entschleunigen und diese wirklich schöne, ruhige Zeit für sich auf dem Weg zu genießen. Als nächstes kommt Bruce Lee. Ein Ziel ist nicht immer zum Erreichen da. Oft dient es nur zum richtigen Zielen. Ja, das ist tatsächlich etwas, was man auf dem Jakobsweg auch lernt. Dass es gar nicht so wichtig ist, unbedingt das Ziel zu erreichen, sondern einfach den richtigen Weg einzuschlagen. Jetzt kommt ein Spruch von Miguel de Cervantes. Der Weg ist immer besser als die schönste Herberge. Ja, das ist schon richtig. Auf dem Jakobsweg ist man zwar immer froh, wenn man das sein Ziel, sprich seine Herberge, erreicht hat, aber eigentlich ist ja der schöne Teil, wenn man laufen darf. Die 5, 6, 7, 8 Stunden in der Natur ist eigentlich das, was man genießt. Und ihr werdet auch merken, dass wenn ihr durch Städte geht, man häufig versuchen wird, wieder aufs Land rauszukommen und sich dort eine Herberge in der schönen Umgebung auch zu suchen. So, jetzt kommt etwas Spanisches, aber ich habe die deutsche Übersetzung bekommen. Und zwar, el camino comienza en su casa. Was da heißt, der Weg beginnt in ihrem Haus. Ja, und das stimmt absolut. Ja, wir sind bereits schon zu Hause im Gedanken auf dem Jakobsweg. Man macht sich Gedanken, wie wird es werden, was müssen wir alles mitnehmen oder vielmehr noch, was könnte man eventuell doch zu Hause lassen. Und diejenigen, die auf dem Jakobsweg bereits waren, sind gedanklich immer noch auf dem Jakobsweg und zehren noch eine lange, lange Zeit von den Erinnerungen an diese Zeit. Es gibt keinen Weg, der nur in eine Richtung führt. Auf dem Jakobsweg habt ihr die Möglichkeit, die Etappen zu laufen, so wie sie vorgesehen sind, seit Jahrhunderten. Aber ganz häufig gibt es auch die Möglichkeit, Alternativrouten einzuschlagen. Manchmal sind die länger, manchmal sind die kürzer, aber häufig führen sie durch mehr Natur, so ein bisschen abseits von den Etappen, wo man viel an Land- und Schnellstraßen laufen muss. Insofern schaut euch auch nach dieser Möglichkeit aus, einen Alternativweg einzuschlagen, auch wenn ihr 1, 2 Kilometer mehr laufen müsst. Ihr habt unterm Strich auf jeden Fall sehr viel mehr davon. All meinen Besitz trage ich bei mir. Wie war und darum rate ich ja immer schon vorab, nochmal den Rucksack durchzuschauen, ob man nicht hier oder da etwas an Gewicht einsparen kann. Ich kann mich erinnern, dass ich riesige Excel-Tabellen geführt habe, bevor ich losgegangen bin, um vielleicht da noch ein Gramm oder da noch ein Gramm zu sparen. Ihr werdet mich jetzt sicherlich auslachen. Ich weiß sogar, wie viel ein Wattestäbchen wiegt, weil ich wirklich bis aufs kleinste Gramm versucht habe,
den Rucksack leicht zu halten, auch weil wir noch das Zelt mit dabei hatten. Aber letztendlich war es dann doch so, dass ich gemerkt habe, nach den Pyrenäen insbesondere auch, weil wir nicht zelten konnten, dass der Rucksack einfach zu schwer ist und ich dann in Pamplona oder schon vor Pamplona auf dem Weg dorthin, als die Schultern immer mehr wehtaten, entschieden habe, das Zelt wieder nach Hause zu schicken. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und freue mich, euch bald wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!